Hallo, mein Name ist Wolfram Boder. Ich halte seit vielen Jahren Vorträge zur Musikgeschichte an der Volkshochschule Region Kassel. Die Beschäftigung mit Musikgeschichte heißt im Programm der Volkshochschule Musik verstehen. Aber wer nur etwas von Musik versteht, versteht auch davon nichts. Dieser Satz des Komponisten Hanns Eisler verdeutlicht, dass Musik nicht nur klingt und emotional bewegen kann, sondern auch immer eingebettet ist in die gesellschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit. Um darüber mehr zu erfahren, bietet die VHS Vorträge, Seminare, Lesungen zu Themen der Musikgeschichte und Theorie an. Mit diesen mehr erhalten Sie ein tieferes Verständnis für musikalische Zusammenhänge, kompositorische Vorgehensweisen oder biografische Aspekte von KomponistInnen, einschließlich der jeweiligen Epochen. Mit diesem Wissen können Sie mehr als nur Musik hören. In diesem Semester gibt es 3 Vorträge, die Sie sowohl digital abrufen können oder live mit mir erleben können. Es werden 3 spannende Themen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Musikgeschichte behandelt. Die Vorträge erinnern dabei an die runden Jubiläen der Protagonisten, die alle auf ihrem jeweiligen Gebiet wichtige Wegbereiter waren. Als erstes werden wir uns mit Little Jimmy Dickens befassen, der zu den wichtigsten Figuren der Country Music im 20. Jahrhundert gehört. Er zählte über 5 Jahrzehnte zu den prägenden Persönlichkeiten der Grand Ole Opry und beeinflusste zahlreiche jüngere Musiker. Am 19. Dezember wäre er 100 Jahre alt geworden. Es ist daher sehr erstaunlich, dass es über diesen großen Musiker keine Biografie gibt. Wir werden daher die interessanten Facetten und Anekdoten seines Lebens und Schaffens aus zahlreichen Interviews und Zeitzeugenberichten rekonstruieren und das Ganze natürlich auch mit vielen Musikbeispielen abrunden. Auch die zweite vorgestellte Musikerpersönlichkeit hat den Lauf der Musikgeschichte mitbestimmt, denn Lemmy Kilmister war mit seiner Band Motorhead maßgeblich an der Entstehung des Heavy Metal beteiligt. Der Schriftsteller Tilman Birr fasst das in seinem Buch On the Left You See the Siegessäule auf unnachahmliche Art und Weise zusammen. Lemmy Kilmister, für diejenigen, die die letzten 30 Jahre auf dem Mond verbracht haben, Ian Fraser Kilmister, genannt Nemmy, Bassist und Sänger von Motorhead, geboren an Heiligabend 1945, ist wohl der einzige echte Rock'n'Roller, den es je gegeben hat. Sein Blut würde jeden anderen Menschen töten, so wie er von frischem Blut getötet werden würde. Er ist Diabetiker und trinkt eine Flasche Jack Daniels am Tag. Er hat jede Droge der Welt genommen, außer Heroin, das laut Lemmy das einzige ist, an dem man sterben kann. Als ihm gesagt wurde, dass LSD nicht an 2 aufeinanderfolgenden Tagen wirken würde, hat er herausgefunden, oh doch, wenn man die Dosis verdoppelt, wirkt es. Mit Zitaten wie diesen, Anekdoten und Fakten natürlich aus dem Leben von Lemmy Kilmister und natürlich auch wieder zahlreichen Musikbeispielen wollen wir uns diesem großen Musiker nähern. Der 1695 verstorbene Henry Purcell war einer der bedeutendsten englischen Komponisten aller Zeiten und einer der wichtigsten europäischen Barockkomponisten. Dieses Jubiläum nimmt der Vortrag zum Anlass, Leben und Werk des großen Musikers näher vorzustellen, der nicht umsonst den ehrenvollen Beinamen Orpheus Britannicus bekommen hat. Er wurde vor allem für seine Vokalwerke, darunter besonders seine Opern, berühmt, die sich durch die feinfühlige Verwendung der englischen Sprache auszeichnen. Dabei sind sie vor allem aber wunderschöne Musik, wie zahlreiche Hörbeispiele zeigen werden. Daneben wird der Vortrag auch aufzeigen, welch großen Einfluss dieser barocke Meister bis heute selbst auf Musiker der Popkultur wie Pete Townsend von The Who hatte. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig neugierig machen und Sie haben Interesse und Lust bekommen, in diesem kleinen, aber feinen Bereich der Musikgeschichte hineinzuschauen. Schauen Sie in das neue VHS-Programm und lassen Sie sich inspirieren. Ich freue mich auf Sie.